So. Ich will aber Dämonia haben. Wir sind wieder da. Wir sind frisch ja, im Dämonia? 8.2, ne? Bin ich cooler, Mann. Ja. Ja, wir haben hier den Demon Hunter mit einem Witch Doctor. Nee, oder? Ersetzt. Aber wenn ihr wollt, dann kann ich auch wieder. Ja, ich lieber Demon Hunter haben, oder? Ja, dann lock um. Ja, gut, alles klar. Wäre auch vorteilhaft, weil wir haben ja schon eine mit Intelligenz. Ein Verbündeter hat uns verlassen. Und dann. Die Diener der Hölle. Was ist der Triumphpunkt? Was ist das denn? Neuer Shit. Was ist das? Ich verkaufe jetzt mal den ganzen Kram hier, ey. Komm mal hier. Was war das denn? Wieso bin ich jetzt rausgeflogen? Hab keine Ahnung. Wo bist du, Alter? Ich bin beim Verkaufen. Ich bin im. Ja, guck mal, warte mal. Guck mal auf mich jetzt. Warte, ich hab zu tun. Wo bist du? Ja, guck mal jetzt mal eine blaue Kappe, okay? Ja. Man. Hä? Wie das? Ha! Hast du gesehen? Hammer! Lass die Kamera aus. Jetzt guck mal. Oh mein Gott, ich bin die pinke Lady, Mann. Ja, ich muss mich auch eben umfärben. Ich bin der pinke Man. Ich werde mir auch pink holen. So, wir sind frisch im Akt 2, wir sind zu dritt, wer ist denn da? Wir hören jetzt auf rumzualbern und spielen hier jetzt ordentlich. Und machen hier ordentlich hier den Akt 2. Tun wir das? Wo ist die Verkaufstussi? Ja, komm her, hier sind überall Verkaufstussi. Hier ist eine Verkaufstussi. Ich will Farbe, der hier. Da. Hier ist auch eine Verkaufstussi. Hä, wer verkauft denn Pink? Was? Wer verkauft denn Pink? Wie Pink? Färbemittel, Mann. So, hier. Bei dem hier. Und dann bei Sonstiges. Der verkauft mir kein Pink. Achso, ja, du musst es, ich hab's in Aktionshaus gekauft. Da hab ich Pink gekauft. Achso. Ja, super. Ja, das ist schon mal wieder ein Pluspunkt fürs Auktionshaus hier. Komm, für Farm geht das ja wohl, oder? Oder nicht? Ja, das ist, ja. Ich meine nur. Wir müssen nach links, oder? Da müssen wir gar nicht rein. Natürlich. Wir müssen doch da, wo es leuchtet, oder? Müssen wir jetzt zum blauen oder zum. Wir müssen noch zum orangenen Pfeil. Ja, zum orangenen. Hey, jetzt habe ich einen richtigen Begleiter bekommen. Einen richtigen Freund, nicht diese Fake-Freunde da von William. Deswegen, das sind meine Freunde, Mann. Ja. Oh, Moskitos! Moskitos, die Moskitos schießen. Oh, ein bisschen FPS geht runter, ein bisschen. Ah, das muss ich noch ein bisschen ans Spiel gewöhnen hier. Hey, ich frag mich, wieso die FPS hier so leidet. Ganzen Felsen, die hier runterfallen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe alles auf Maximum gestellt. Aber eigentlich auf Maximum müsste es auch keine Probleme geben. Eigentlich nicht, ne? Hier. Zerkloppt die Wand hier. Ach, die kommen ja noch. Ja. Wir könnten ja mal vielleicht anfangen, ernsthafte Diskussionen anzufangen. Boah, man hört deinen Ingame-Sound richtig stark, ey. Ein? Ja. Ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Was anderes? Ich mache euch den Weg frei. Was? Jetzt vielleicht, jetzt muss ich gucken, ne? Ich bin leiser, warte.
Ich verrecke! Wollen wir irgendwann mal anfangen, ernsthaft zu diskutieren? Nee, ne? Oder doch? Wir spielen einfach so weiter wie immer. Ja, ich meine nur so mit den. Wir können ja mal so ein paar Themen anfangen, die uns so stören an Diablo. Wir könnten ja mal so ein Thema in den Raum werfen und ein bisschen darüber reden. Also bis jetzt finde ich Diablo noch ganz okay. In Normal. Oh, ich habe was Braunes gefunden. What the fuck? Was meinst du, was Orange ist? Ja, Orange, Braun, Gold. Die hätten das eigentlich Gold machen können, wie bei Diablo 2. Ich hab fucking auch legendäre Stiefel, fickt euch. Sag mal, ja. Ja, ist eigentlich auch. Ups. Auch Crap. Jetzt habe ich es in den allgemeinen Chat geschrieben. Junge, die sind ja richtig geil. Ja, mit Geschicklichkeit. Die sind richtig geil für die nächste halbe Stunde. Ja, mit Geschicklichkeit. Ich glaube, das erste ist oben links, glaube ich. Das ist das erste. Ey, willst du mir die Stiefel nicht geben? Nee. Alles klar. Das ist mein erster Unique Drop. Ever, ne? Echt. Oha. Das ist mein erster Unique Drop ever. Ich habe in den 100 Stunden davor nichts gefunden. Das ist mein allererster Drop. Und dann so ein Crap hier. Sind die falsch? Oder? Ja. Ja. Wollen wir dem Weg hier einfach folgen oder wohin? Nein. Hier hin. Ah, okay. Und auf die 6 Geschicklichkeit oder wie viel das sind, kannst du auch verzichten. 8. Was? Das macht mir 3 Damage. Ja. Ich weiß nicht, 3 Damage. Drei, hört sich doch viel an. 3 Damage pro Sekunde, meinst du? Ja. Ist doch richtig viel, oder nicht? Ist eigentlich viel, Ich kenn die Werte von diesem Spiel noch nicht. Also bei Diablo 2, da war das schon ein bisschen was. Ja. Cool, ey. Ich hab meinen ersten Drop gehabt. Das ist cool. Finde ich gut. Ja, also anscheinend sind die Dropraten höher als vorher. Deutlich höher. Du bist auch noch mehr viel Glück, das kann auch sein. Nee. Ich hab kein Glück in Spielen. Hatte ich jemals Glück in League of Legends? Nein. Immer Skill. Ich musste nicht immer alles ins Negative ziehen, ne? Also. Meinst du? Boah. Wir sind fast da. Zack, zack, zack. Also mit den Skills habe ich mich nicht großartig beschäftigt. Bis jetzt. Ihr? Ach, guck mal, da ist sogar ein Pfeil. Du hast aber alle meine Skills aus, oder? Hä? Ja, aber ein Großteil der Skills ist doch totaler Müll, oder nicht? Ich glaube nicht, dass irgendein Skill Müll ist. Nicht? Wirklich nicht. Ja, aber trotzdem. Dann hast du halt noch die eine Rune da, die du reinsetzen kannst. Also ich muss immer jeden Skill, der gerade frei ist, angreifen. Ich vermisse den Skillbaum. Ich auch. Ich habe mich echt stundenlang mit dem beschäftigt. Wirklich stundenlang. Allein für die Zauberin den Skillbaum, da saß ich bestimmt 30 Stunden lang dran. Nur um. Das war auch mega lang. Hä? In welchem Spiel? Diablo 2. Am Skillbaum der Zauberin.
Natürlich. Und ich glaube, das waren 30 Stunden beim Barbaren. Und das waren bestimmt 50 Stunden blaue. Bei der... Jung. Was? Wir sind blaue. Ja, wir haben jetzt gerade auch blaue. Ah, ich sterbe! Naja. Hier in die Skills kann man nicht so lange Zeit investieren, ne? Doch, eigentlich. Na, nicht wirklich. Weil hier kannst du rund um die Uhr die Skills wieder wechseln und wenn du dann denkst, oh ne, den Skill finde ich kacke, dann wechselst du den wieder. Hm. Aber bei Diablo 2 konnte man das nicht. Das fand ich ganz cool. Ja, es wird ja auch eingeführt, den Respec. Ja, jetzt eingeführt, aber man kann das einmal in jedem Akt machen. Und wenn man das alles schon verbraucht hat, dann kann man das nur noch... Kann man sich den nicht traden, den Respec? Doch, dann kann man das sich traden. Oh. Woo! Hops gegangen, ey. Fast. Oh, ich hab Granaten. Ich mach schon so viel Damage, das glaub ich gar nicht, ey. Krass. Alter. Magnus, bist du der Letzte? Ja, komm. Ich bin gerade Level 15 geworden. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Ja, jetzt aber die Brücke hin. Ich bin nicht auf. Danke. Den muss man nicht mal mehr aktivieren. Oh, ich hab hier blaue Kumpels hier. mit Blocker. Blocker sind ja die geilsten. Blocker plus Vortex oder so. Plus noch fiesere Kombinationen. Aber wurde alles abgeschwächt, ne? Ja. Also ich war ja noch in den Hardcore-Zeiten aktiv. Ich finde, da hat das Spiel noch viel mehr Spaß gemacht. Da hat man noch das Kotzen bekommen, wenn die so eine unmögliche Kombination haben. Aber die wollten das früher ja auch so, wirklich, dass man in... Ja, ich wollte es auch so. Hölle erstmal farmt, bis man richtig gutes Equip hat. Ich wollte es auch so. Ja, ich wollte das auch so. Stattdessen kann jetzt jeder einfach... Also manchmal war es schon zum Kotzen, wenn das... Ja, das war immer zum Kotzen. Aber das ist ja auch das Geile trotzdem dran. Trotzdem fand ich das besser. Ja, das ist auch das Geile dran. Jetzt weitergeworden ist, ne? Das ist irgendwie nicht so der Reiz, aber naja. Ist ja immer noch so ein Item drin im Spiel. Und das mit dem Level Cap finde ich auch sehr kacke. Ja, ich war enttäuscht, als ich nach 3 Tagen das Level Cap erreicht habe. 3 Tage nach dem Release oder 4. Ja. Nach der ersten Nacht war ich schon Level 40. Erstmal in den Keller rein, das sieht interessant aus. Und die wollen ja noch 2 Teile von Diablo 3 rausbringen. Ja, das also... Das bestimmt Level 80 und Level 100 werden. Mal hier reingehen. Na, ich glaube nicht mal so hoch. Ich glaube schon, dass man nach dem dritten... Insgesamt gibt's ja 3 Teile. Ich glaube 70 und 80. Das wird ja immer nur ein Akt hinzugefügt. Ich glaube, man wird nur 70 und 80. Ja. Also ich würde schon sagen, dass dann quasi der 5. Akt dazu kommt und dann danach der 6. Und dann 10 Level. Oder 10 und dann 5 Level. Ich denke nicht, dass es bis auf 90 geht, wie letztes Mal, das glaube ich nicht. Ich glaube so auf 90 oder so wird es schon sein oder so, oder 80 Maximum. Und mehr auch nicht. Das geht noch nicht. Aber ich war echt schon enttäuscht, als ich... Echt, nach der ersten Nacht war ich Level 40. Und nach der zweiten Nacht war ich Level 50 und nach der dritten Nacht war ich dann beim Level Cap. Und dann konnte ich auch schon langsam das Spiel wieder einpacken. Weil itemmäßig kam einfach nichts. Also nichts Brauchbares. Da geht man lieber ein bisschen Gold farmen und kauft sich im Auktionshaus was. Was total den Sinn des Spiels kaputt macht und... Und das Level Cap. Uiuiui, ein Ad. Wir haben ja sozusagen eigentlich mit dem Auktionshaus ein eigenes Spiel kreiert. Ja.
Eine Wirtschaftssimulation. Ja. Womit man echtes Geld verdienen kann. Ja. Womit man sich theoretisch sein Leben finanzieren kann, so monatlich. Theoretisch. Machen auch bestimmt welche. Die im Monat einfach nur im Auktionshaus rumchillen und ansonsten nicht arbeiten gehen in echt und so. Die wirklich nur durch Diablo ihr Leben finanzieren. Also wenn ich ein richtig krasser Suchti wäre, würde ich das auch machen. Ja. Warum sollte ich das Haus jemals wieder verlassen? Ich glaube, 1000 Euro sind wohl drin im Monat. Also. Einige verdienen wirklich richtig viel Geld, ne? Ja. Wenn die 8 Accounts am Laufen haben und mit einem Bot, den die dann einmal bezahlt haben für 400 Euro oder so. Ja. Du brauchst halt nur das Startkapital und dann ist es von der Theorie her easy money. Kommt der hier wieder hoch? Hallo? Ich will auch morgens einen haben, Alter. Das ist Hammer, ey. Was? Da muss einer, wenn ich es auch haben, Mann. Das ist hammermäßig, ey. Welches? Ey, brauchst vielleicht einen 8-Stärke-Ring? Ja, ist cool. Was geht jetzt denn? Hier ist ein blauer zwischen. Deswegen und der fährt. Albtraumhaft. Ist ein Ring, 8 Stärke. Cool. 16 Geschwindigkeit oder sowas. Magnus hier. 16 6. Oh, geil, dankeschön. Will jemand einen 10 Vitalitätsring haben? 10 Vita. 13 Vita. 13 Stärke. Hier ist ein 9 Stärke. Oh, cool. Kein Problem. Danke. Dafür will ich jetzt die Boots haben. Nein, nee, nimm, Gieriger, nimm. Oh, geil, Junge. Willst du die Boots haben? Er stickt dran. William hat mir vorhin richtig gute Boots gegeben. Die sind besser als deine. Ja, dann gib mir. Legendary Boots. Ey, gib mir die. Junge. Was? Hier. Was hier? Wo bist du? Wir sind in der City. Ah, ja, komm mal her. Hier, Tan, für dich jetzt am besten. Tan ist natürlich am besten. Guck mal auf den Damage. Nimm mal den Ring. Und guck mal auf den Damage. Also, ich habe jetzt 42. So, welchen Ring ersetze ich denn hier? Ich nehme mal den gelben. Zu 55. Nice. Was, oder? Ja, ist cool. Du brauchst nur so einen Kackring. Das ist ein Kackring, aber macht so viel Damage mehr, ne? Das ist voll gut, Mann. Ja, weil das hochgerechnet wird mit Dings. Ja, eben. Mit Stärke, es ist schon. Deswegen bringen diese Nebenhanddinger von dir bei der Zauberin mit 10 Damage oder so voll viel. Ja. Aber das System ist wiederum nicht so geil. Ja, ist irgendwie ein bisschen doof gemacht so, aber. Ja, was willst du machen, ne? Ja, kann man nicht so machen, aber das hat mich schon von Anfang an gestört, das mit dem Stärke und Geschicklichkeit. Ich hab's nicht geschickt, weil ich hatte irgendwie anfangs so, weißt du, irgendwie 1000, was man mönt, 1000 Decks oder so, also Geschicklichkeit, und irgendwie so mega mit Damage. Dann hab ich mir einfach die Waffe gewechselt halt, und dann hatte ich so mega mit Damage auf einmal. Also, ja. Ich find das bei der Zauberin mit dem Arkankraft, und dass das überhaupt nichts mehr bringt, wenn man Mana skillt, kann man ja gar nicht mehr skillen. Ne. Das letzte Problem ist eigentlich noch so schlecht, ey. Oh, cool. Ich habe einen Lederköcher. Brauchst du den? 10? Ach, zeig mal. Nur Scheiße, ist das? Ja, ne, brauche ich nicht. Könnt ihr Shit haben, wenn ihr wollt. Ist nur Müll dabei. Außer ein Ring. Hier ist ein Ring, der bringt 13 Vita, wenn der einer den haben will. Ne. Ich habe auch noch einen mit 13... Oh. Der Ring ist ja viel besser.
Den weißen Crap. Ich weiß gar nicht, wozu ich den mitnehme. So. Ach, wir müssen nach unten.